Mein Baby! Wehe, ihr nehmt mir mein Baby weg! Bitte nicht! Puh! Wach auf! Schatz! Was? Ich war durstig. Hauptsache, unsere Tochter ist in Sicherheit. Meine Hände sind desinfiziert. Ich kann den Apfel essen. Gib mir 5. Alice, jetzt muss ich mir wieder die Hände waschen. Sieh mal, wie sauber es ist. Wahnsinn, oder? Ich kann nicht wegsehen. Wie ist das passiert? Mom, Dad. Was ist das? Ist das ein Röntgenbild? Ist das nicht erstaunlich? Gefällt es dir nicht? Dann zeige ich dir das andere. Was? Was hältst du von diesem Patienten? Interessant. Ich verschwinde. Wo willst du denn hin? Sie versteht es nicht. Sieh dir diese Rippen an. Cornflakes mit Milch. Dein Lieblingsessen. Ew. Ich will keine Cornflakes. Und auch keine Milch. Warum nicht? Gut. Ich lasse mir etwas einfallen. Hier ist Milch. Und hier sind Cornflakes in Tablettenform. Wow. Das ist echt einzigartig. Schätzchen, nimm deine Medizin. Aber ich will nicht. Die schmeckt eklig. Okay, ich habe da eine Idee. Sorry, darf ich eine Süßigkeit haben? Perfekt, danke. Hier, Alice. Du musst die Form aus der Mitte nehmen. Ich weiß, was ich tun muss. Ich lecke es einfach ab. Puh, es hat geklappt. Juhu, ich mache die Musik lauter und tanze. Was ist das für ein Lärm? Es ist schon spät. Alice? Sie schläft. Juhu, Partytime. Schon wieder Musik? Alice? Sie schläft. Ich werde das Zimmer verwanzen. Dann werde ich sie erwischen. Hier, Dad. Meine Ohren. Mom, ich bin spät dran. Wo ist mein Frühstück? Ich arbeite dran. Ich werde jetzt operieren. Skalpell. Mom, kannst du dich beeilen? Ich bin spät dran. Ja, die Operation war ein Erfolg. Jetzt kommt der schwierigste Teil. Oh, ich nehme alles mit. Danke, Mom. Alles Gute zum Geburtstag, Alice. Ich habe Partymasken. Setz sie auf. Okay. Danke, Dad. Alles Gute, Schatz. Ich bin nicht Alice. Ups. Happy Birthday. Nein, ich bin nicht Alice. Oh, da bist du ja. Yay. Happy Birthday, Alice. Mom, Dad. Mein Knie tut weh. Ich kann nicht zur Schule gehen. Oh, ich habe eine Idee. Wer kann das lösen? Entschuldigen Sie uns. Die Ärzte kommen. Alice will antworten. Stimmt's? Ja. Die Antwort ist 10. Danke, dass ihr mich hierher gebracht habt. Was macht ihr da? Ihr operiert auf dem Küchentisch?
Willst du einen Hotdog? Ja? Macht mir auch einen. Danke. Guten Appetit. Wir haben den Hotdog erfolgreich operiert. Warum atmet er nicht? Teddy, ich mache mir langsam Sorgen um dich. Mom, mein Stift geht nicht mehr. Es ist ein komplizierter Bruch. Er braucht Hilfe. Danke, Mom. Ups. Meine Tasse. Sie muss repariert werden. Ich weiß doch schon, wie. Mom, schau dir meine Hausaufgaben an. Es ist alles richtig. Ich habe einen wichtigen Anruf. Hallo? Hier ist Dr. Dorsey. Hör dir das an, Alice. Jetzt diese Seite. Atme. Das ist so interessant. Hi, was machen eure Eltern beruflich? Sagt es uns in den Kommentaren. Wow, ich kann das Herz meines Dads hören. Essenszeit. Hier ist dein Salat. Schatz, ich bin fertig. Teller? Instrumente? Licht. Lass uns anfangen. Schatz? Lippen. Ich mach das schon. Was machst du da? Tut mir leid. Ich habe alles verwechselt. Sei ruhig. Warte, ich helf dir. Es geht schon. Dad, mein Bauch tut weh. Kann ich heute zu Hause bleiben? Mein Bauch tut weh? Das klingt nicht gut. Er hat es mir abgekauft. Ich kann den Unterricht schwänzen. Dieser Einlauf wird dich wieder gesund machen. Was? Ich fühle mich schon besser. Alice? Sie fühlt sich besser. Au! Ich habe eine Gehirnerschütterung. Hilfe! Alice? Welcher Buchstabe ist das? Oh. Und der hier? S. Seltsam. Doktor, darf ich? Au. Hat sie Drillinge? Nein, Alice. Das ist eine ernste Sache. Ich verschreibe dir ein Medikament. Au, mein Knie. Ups. Schätzchen, sei vorsichtig. Lass mich dein Knie verbinden. Danke, Dad. Mist, nicht getroffen. Alice, pass auf. Ups. Ich verbinde dich. Irgendwann wird es schon wieder heilen. Ein Ballon. Er ist so schnell. Ich werde dich kriegen. Oh nein, mein Ballon. Er ist geplatzt. Schatz, was ist denn los? Ein Luftballon? Nicht weinen. Sieh mal. Er hat Hörner. Danke, Mom. Wie fandet ihr unsere neue Geschichte? Schreibt uns, ob ihr euch wünscht, dass eure Eltern Ärzte wären. Wir sind gespannt. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Wir freuen uns!